Alhamdulillah. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sei auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wenn wir uns über den Iman unterhalten, so ist der Iman eine Angelegenheit des verborgenen Wissens. Das heißt, Iman, wie auch die Engel und die Dschinn und andere Dinge, sind Dinge, die wir mit eigenen Augen nicht direkt sehen können. Und deswegen, weil es zu den verborgenen Dingen gehört, schauen wir uns an, was derjenige subhanahu wa ta'ala zu sagen hat, der über alle verborgenen Dinge Bescheid weiß. Denn einer der Namen Allah subhanahu wa ta'ala ist Allamul Ghuyub. So hat er sich bezeichnet im Quran al-Karim, dass er der Allwisser der verborgenen Dinge ist. Liebe Geschwister, der Iman ist nicht eine Sache, die man einfach nur im Herzen hat und sagt, ich glaube und ich bin Muslim, das war's. Sondern unser Verständnis, das Verständnis der Ahl Sunnah wal Jama'ah, ist, dass der Iman nicht nur aus dem besteht, was man glaubt, sondern auch besteht aus dem, was man sagt und dem, was man tut. Und deswegen, liebe Geschwister, wollen wir uns einem bestimmten Thema widmen, das unseren Iman inshallah stärken wird. Denn wenn wir erkannt haben, dass der Iman nicht nur aus dem besteht, was du glaubst, sondern dass der Iman auch aus dem besteht, was du sagst und tust, dann hast du auch verstanden, dass dein Iman steigt und sinkt. Dann hast du verstanden, dass wenn du Gutes machst, dein Iman stärker wird. Und wenn du Sünden begehst, dein Iman schwächer wird. Eine Sache, die man mit eigenen Augen natürlich bei den Menschen erkennen kann. Liebe Geschwister, die beste Art und Weise, wie man sich seinen eigenen Iman stärken kann, ist, dass man sich natürlich dem Koran al-Karim zuwendet und schaut, was Allah subhanahu wa ta'ala einem zu sagen hat. Der Koran al-Karim, liebe Geschwister, ist das Seil Allahs. Das ist das Seil Allahs, das ist die Verbindungsstrecke zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala. Solange wir uns an diesem Seil festhalten, haben wir Kontakt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und sobald wir diesen Seil loslassen, wird unsere Beziehung mit Allah subhanahu wa ta'ala zu Ende sein. Und wenn du an irgendeinem Seil gleichzeitig festhältst mit dem Seil Allahs, dann Allah subhanahu wa ta'ala lässt das Seil fallen und er will mit dir nichts mehr zu tun haben. Denn Allah subhanahu wa ta'ala liebt es nicht, dass man ihn subhanahu wa ta'ala gleichstellt mit anderen Menschen. Liebe Geschwister, dementsprechend, je nachdem, wie stark du den Koran verherrlichst, dementsprechend verherrlichst du deine eigene Religion. Deswegen, je mehr du Allah subhanahu wa ta'ala dich zuwendest durch den Koran al-Karim, desto mehr liebt dich Allah subhanahu wa ta'ala, indem du den Koran liest, indem du den Koran verinnerlichst, indem du den Koran respektierst, indem du dich auf den Boden legst, indem du den Koran verherrlichst, indem du ihn möglichst nur liest, wenn du auch sauber bist und rein bist. Und so weiter und so fort. Indem du andere Menschen dazu aufforderst, den Koran zu lesen. وَتَوَصَوْا بِالْحَقِّ Allah sagte, und die sich gegenseitig zum Rechten aufrufen. Und der Koran gehört zweifellos zum Rechten. Allah sagte, diejenigen, die die Kulthandlungen auf Arabisch Sha'air Allahs verherrlichen, das gehört zur Gottesfurcht. Oder das beweist, dass es vom Herzen her rührt. Oder das rührt von der Gottesfurcht der Herzen her. Gemeint ist, liebe Geschwister, dass wir alles verherrlichen, was Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls verherrlicht. Und zweifellos gehört dazu Al-Quran Al-Karim. Über den es in einer Überlieferung heißt, deren Bedeutung zweifellos korrekt ist, das heißt folgendermaßen, die Vorzüglichkeit der Worte Allahs gegenüber allen anderen Worten ist gleich der Vollzüglichkeit Allahs gegenüber allen anderen Geschöpfen. Das heißt, der Unterschied von der Güte her zwischen den Worten Allahs subhanahu wa ta'ala und den Worten aller anderen Menschen ist gleich der Unterschied zwischen Allah selbst subhanahu wa ta'ala und den Menschen selbst. Der Koran, liebe Geschwister, ist die beste Ermahnung, die es jemals gegeben hat. Die beste Herabsendung. Besser als der Tawrah, besser als der Injil
besser als Az-Zabur. Allah Azza wa Jalla hat uns ausgezeichnet, dass er uns die besten aller Worte, subhanahu wa ta'ala, die er jemals herabgesandt hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und warne damit, das heißt mit dem Koran, diejenigen, die sich fürchten, zu ihrem Herrn zurückversammelt zu werden. Das heißt, Yawm al-Qiyamah. Sie werden außer ihm keinen Nahestehenden haben und auch keinen Fürsprecher haben, auf dass sie gottesfürchtig werden mögen. Das heißt, die Menschen werden Yawm al-Qiyamah außer Allah subhanahu wa ta'ala keinen anderen Fürsprecher haben und sie werden keinen anderen Beistand haben, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Auf dass sie gottesfürchtig werden mögen. Das heißt, auf dass sie sich fürchten mögen vor der Strafe, die Allah azza wa jall ihnen angedroht hat. Liebe Geschwister, derjenige, der ermahnt werden möchte, und wie viele Menschen kommen und sagen, ich hätte gerne mal einen Vortrag, der die Herzen bewegt. Derjenige, der ermahnt werden möchte und das Jenseits fürchtet, er soll sich vom Koran al-Karim ermahnen lassen. Allah azza wa jall sagte, wir wissen sehr wohl Bescheid über das, was sie sagen. Gemeint ist die Leute von Quraysh, wie sie sich damals lustig gemacht haben über den Koran, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und du kannst sie nicht zwingen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Du bist nicht jemand, der sie zwingen kann zum Islam oder ähnliches. Deswegen ermahne mit dem Koran denjenigen, der meine Androhung befürchtet. Ermahne mit dem Koran denjenigen, der meine Androhung befürchtet. Und die Androhung, die Allah azza wa jalla androht, ist natürlich die Hölle und was er im Grab für die Sünder vorbereitet hat. Liebe Geschwister, wenn wir uns nicht beeinflussen lassen durch den Koran al-Karim, dann hat das mindestens zwei Gründe. Der erste Grund ist, die Sprache, die uns manchmal ein Hindernis ist. Die Sprache, die ist manchmal ein Hindernis, sowohl für die arabischen Geschwister, als auch für die deutschen, deutschsprachigen oder anderssprachigen Geschwister. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man den Koran nicht nur auf Arabisch liest, sondern dass man ihn auch in seiner übersetzten, Sprache liest, in seiner eigenen Muttersprache, damit die Wirkung, liebe Geschwister, auch da ist. Der zweite Grund, liebe Geschwister, sind die Sünden. Allah Azza wa Jalla sagte, in der Koran al-Karim, vielmehr hat sich das, was sie erworben zu pflegten, über ihre Herzen angesetzt. Über ihre Herzen angesetzt, die Tafsir-Gelehrten sagen, manche von ihnen haben gesagt, wie Rost sich ansetzt an Eisen oder ähnlichem, genauso haben sich die Sünden bei manchen Menschen angesetzt auf ihren Herzen und deswegen können sie nicht mehr verstehen, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen mitteilt. Zumindest sie hören es, sie wissen es, aber ihr wisst den Unterschied zwischen Kenntnis, zwischen Wissen und Erkenntnis. Ebenso auf der anderen Seite, um dieses Schloss, was an manchen Herzen ist, wieder aufzukriegen, gibt es auch einen einfachen Weg. Und das ist die Ayah, die uns das deutlich macht. Allah sagt, oh, die ihr glaubt, wenn ihr Allah fürchtet, dann wird er euch einen Furqan geben. Furqan, liebe Geschwister, ist die Möglichkeit zu unterscheiden zwischen richtig und falsch. Die Bedingung ist die Gottesfurcht. Das Gegenteil von dem, was dazu geführt hat, dass die Herzen versiegelt werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Ohren reinigen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Zungen reinigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Augen reinigen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala den Koran auf uns Auswirkungen haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dafür sorgen, dass der Koran auf uns große Auswirkungen hat, wenn wir ihn lesen. Denn der Koran, liebe Geschwister, ist das Edelste, was wir auf dieser Welt hier zweifellos besitzen. As'alullaha lana wa lakum at-tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.